Wir wollen Freunde bleiben, auch nach der Scheidung. Diese Abschiedsbotschaft hat das EU-Spitzentrio den Briten mit auf den Weg gegeben. Dass Großbritannien nach 47 Jahren nun endgültig gehe, bedauere man. Doch der Brexit-Tag sei kein Ende, sondern ein Anfang. Brüssel werde nun fair, aber auch hart verhandeln. And let there be no doubt. Die Herausforderungen, vor denen die EU steht, und die Chancen, die sich ihr bieten, werden sich durch den Brexit nicht verändern. Wir wollen die bestmögliche Beziehung zu Großbritannien, aber sie wird nie so gut sein wie die Mitgliedschaft. Für ein Handelsabkommen mit der EU bleiben den Briten nun 11 Monate. Brüssel warnte, wollen sie Zugang zum EU-Markt, müssen sie sich an Regeln halten. Die Europäische Union will die engstmögliche Beziehung zu Großbritannien aufrechterhalten. Aber wir wollen eines klarstellen. Je mehr die Briten in Zukunft von den europäischen Standards abweichen, desto mehr werden wir ihren Zugang zum EU-Binnenmarkt beschränken. Aber auch die EU müsse ihre Lehren aus dem Brexit ziehen, mehr auf die Bürger und ihre Sorgen eingehen und mit einer Stimme sprechen. Dieser Tag wird in die Geschichte der EU eingehen. Als ein Tag, der uns Europäern und unseren Institutionen die Möglichkeit gibt, noch enger zusammenzurücken und stolz darauf zu sein, einen so wichtigen Staatenbund zu verteidigen. Hoffnung und Wehmut auf der Pressekonferenz, Partystimmung bei der Brexit-Partei. Begleitet von Dudelsackklängen verließen ihre Abgeordneten das Europaparlament in Brüssel, jubelnd in eine ungewisse Zukunft.